Musik ist aus. Oh, wo ist der? Ne, das ist der Random Text. Wo ist der? Hier. Kann ich? Do not count county. Wow. Wow, ist das klein. Egal. Oh Gott. Oh, sieht das scheiße aus. Gott, sieht das scheiße. Egal. Egal. Let's go. Wir spielen Do Not County. Das ist am Anfang sehr, sehr laut. Ihr müsst mir sagen, ob es im Spiel dann besser wird. Sehen wir gleich. Let's go. Let's go. Also das ist normal, dass es jetzt so ultra laut ist. So, das hier sollte die normale Lautstärke vom Spiel sein. Ich gehe mal auf 1 runter. Sagt mir bitte, ob das so soll so passen, oder? Ne, das ist schon wieder, das ist doch zu leise. Jetzt ist, ach Gott. Gott, dieses Spiel. Oh yeah. Neues Spiel. Neues Spiel. Okay. Also ihr spielt ein Loch in dem Spiel. Miras Haus. Neue Kopf. Oh, sind sie schon da? Geil. Mira, wann kommst du zur Arbeit? Mir ist langweilig. Du kannst einfach mit einer Ente antworten. Und kriegst dann, glaube ich, eine Entenantwort zurück. Es ist wunderschön. Perfekt, oder? Sei still, BK. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Bitte hab ein wenig Respekt. LL? Echt? Tot? Wieso? Ente. Ente. Ente, 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 Ente. 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 Der Typ hat mich wieder wachgehupt. Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Zum Schreien! Unglaublich. Keine Sorge. Ich werde dich rächen. Ente. Ente. Antworten. Du, sei vorsichtig. Ente. Der Typ kann echt hupen. Ja, wenn du meinst, komm zum Donut Shop. Und hör auf, deinen Hund mit Brot zu füttern. Ente. Er braucht Brot zum Leben, BK. Er isst ein leibzertifiziertes Brot. Okay, in 5 Minuten geht's los. Ciao. Okay, geh in 5 Minuten los. Ciao. Hast du Brot? Nee, ich hab keins dabei. So, und ihr steuert jetzt dieses Loch. Und ihr könnt Zeug reinfallen lassen und dadurch wird das Loch größer. Ja, ich fange jetzt hier mal mit dem Ball an und dem Stein und dem Gras. Dann kann ich. Oh, ich kann den Vorderreifen noch nicht reinholen, aber den Knochen. Wow, jetzt. Komm schon. Komm schon. What the fuck? Los, komm her, komm her, komm, komm! Alter, wie er abfliegt. Oh. Komm, ich krieg dich, Junge, ich krieg dich. Warte, pass auf. Ich werde immer größer und jetzt habe ich dich. Zack. Kaputt.
Donut Shop. Hey, der hupt nicht mehr. Hast du etwa was gegen den Hubtyp gemacht? Ente. Ente, Ente. Ente, 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 Ente. Ente, Ente. Ente, Ente. Ente, 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 Ente. Yep, mach dir um den keine Sorgen. Hab ihm einen Donut gebracht. Oh, okay, LL. Hat ihn wohl abgelenkt, Ente. Hey, weißt du was? Bin jetzt Level 9. Wow. Toll. Ente, 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 Ente. Du kapierst gar nichts, Mira. Oh, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Alter, ist das laut. Hopp. So. Ah, abbrechen. Fortfahren. So ist um einiges besser, glaube ich. Auf Level 10 kriege ich meinen Quadcopter. Ach so, krass. Glückwunsch. Ente. Wir kurbeln dann rum wie Könige. Hey. Okay, bis später, BK. Alla. Alamo. 6 Wochen später. Mira? Wie konntest du nur meinen Quadcopter kaputt machen? Wen interessiert dein blöder Quadcopter? Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? 999 Meter unter der Erde. Donut County. Donut County. Donut County. Nicht Donut. Entschuldigung. Ich hab noch nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. OMG, hör auf. Du hast mit dieser blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen jetzt hier unten fest. Hier ist doch alles okay. Nur nicht mein Quadcopter. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich hier vielleicht irgendwer? BK, es ist klar wie Kloßbrühe, dass du es warst. Ich wurde gleich nach meiner Donut-Bestellung bei dir von einem Loch verschlungen. Was hat das damit zu tun? Dass Mira meinen Quadcopter kaputt gemacht hat. Potter, was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Pap. Mein süßer Pappin-Boy. Er muss da oben noch irgendwo sein. So. Jetzt geht's los. Also bis hierhin habe ich gespielt und habe gedacht, okay, ich stream die Scheiße. Ich musste streamen. Drücke X, um ein Loch zu öffnen. Okay. So, jetzt geht's klein los. Können wir das schon da reinkriegen? Das Guckrohr? Nee. Das hier, das hier. Das. Yes. 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 Hat gedauert, aber es ist reingekommen. So, jetzt kriege ich den Becher. Ich muss den Schädel da rauskriegen. Yes! Jetzt bin ich größer. Und jetzt muss ich den Koffer manipulieren. Sehr schön. Und jetzt kriegt man die Box. Nice, ich habe das Spiel verstanden. Gut, können wir die Kamera drehen? Nee. Es geht nichts. Komischerweise, lasst mich gerade mal kurz was nachschauen. Ich habe keine Vibration im Controller. Will ich gerade mal nachschauen, ob es da irgendwie Controllers. Okay, scheint alles normal zu sein. Nur das Spiel kackt. Wahrscheinlich der Controller kaputt. So, Kaktus, Kaktus. Steinkaktus, Kaktus, Kaktus, Hundenapf, Ja, ich kann hier aber noch nicht rein.
Komm schon, dicker Kaktus. Dicker Kaktus. Let's go. Okay, du musst anscheinend wirklich alles in das Loch fallen lassen, dass es hier weitergeht. So wie hier, hier, hier. Und hier. Oh, um Gottes Willen. Gib mir den Stuhl. Gib mir den. Oh. So, das Regal. Ich glaube, man kann auch nichts anderes drücken, gell? Ich glaube, du kannst tatsächlich nur dieses Loch bewegen. Hey, Kyle, was geht, Kyle? Bist du bereit, das Abenteuer mit dem Loch hier mitzuerleben? Oh Gott, alles kaputt. Alles kaputt. Ich will gucken, ob man da direkt die Platin kriegen. Ich weiß nur noch nicht, was ich dafür machen muss. Ich will es einfach nur mal durchballern. Und dann... Oh, Gottes Willen, ich mache alles kaputt. Und dann gucken wir weiter. Uff. Oh, das rechts. Ah, da kann ich noch nicht hin. Vielleicht hätte ich alle Vasen kaputt machen müssen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ist das der kleine Pub? Uff. Oh, wie kriege ich... Kann ich das hier schleudern? Komm schon. Komm. Nee, geht nicht. Komm schon, ich muss doch irgendwie den Ballon kaputt kriegen. Oder auch nicht. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Alter. Ja, das sieht super nice aus, gell? Uiuiuiuiuiui. Oh, jetzt mache ich heiß. Durch den Ofen mache ich heiß. Okay, ich hab... Der hebt jetzt ab. Der hebt ab. Pubs Odyssee. Ja, das ist der kleine Pub. Wow, einfach den Brunnen mitnehmen. Boah, ich kann den großen Donut gleich einsaugen. Pass auf. Komm, kommt Papa. Oh, es ist im Prinzip wie Katamari. Nur als Loch. Krasse Scheiße. Oh, den Felsen kann ich auch mitnehmen. Was ist hier unten mit denen? Oh, es bewegt sich. Es scheint aber irgendwie eine feste Reihenfolge zu haben, wie ich das machen muss. Tolle Lieferung. Trashopedia. Das ist das ganze Zeug, was ich hab. Geil. Stimmt physikalisch nicht. Aber das ganze Spiel ist nur darauf aufgebaut, Kyle. Das ist der Witz dran. Ich... keine Ahnung. Weiter geht's in der Story. Ich wollte Papp nur mit meinem Donut überraschen. Schnee. Jetzt schwebt er davon. Ein einsamer Papp. Nein, tut er nicht. Wenn du zuerst verschlungen wurdest, wie weißt du dann, dass Papp in einem Ballon ist? Diese Geschichte ist voller Löcher. Dein Hirn ist voller Löcher. Und auch die ganze Stadt dankt dir. Ich mach nur meinen Job. Moment, ich meinte gar nicht wahr. Bin unschuldig. Wart mal, Papp ist in einem Heißluftballon? Da ist einer an meiner Rangerstation vorbeigeflogen. Du hast Papp gesehen? In welche Richtung ist er denn? Weiß nicht, wurde abgelenkt. Bestellte gerade einen Donut. Ja, das Spiel ist total durch. Lecker.
Ich krieg Hunger, wenn ich mir Sorgen mache, LL. Also, alle, die Donuts bestellen, er hat die Donut-App und macht damit die Löcher und macht alles kaputt. Sorgen um was? Ob du es glaubst oder nicht? Schlangen. Ranger-Station. Drücke X, um ein Loch zu öffnen. Let's go. So, du fängst hier mit dem Grünzeug an. Ich will die... Was ist denn, wenn ich alle aufweck? Komm, wach auf. Oh. Yes! So, und jetzt? Machen die irgendwas? Weil er hat ja Angst vor Schlangen, hat er gesagt. Ich will versuchen, die mal nicht ins Loch fallen zu lassen. Sodass da vielleicht was passiert. Hopp, komm schon, Fels. Ja. Vorsichtig. Na, nicht die Schlange. Nur der Stein. Ich will nur den Stein. Hopp, hopp. Yes. So, okay. Jetzt sind nur noch die Schlangen da. Aber... ich kann nichts machen. Nee, ich lasse mal reinfallen. Hochschleudern kann ich die aber auch nicht, oder? Nee. Jetzt haben wir hier die Hühner. Das ist schon kaputtes Spiel. Oh, kann ich die rausbrechen? Ich kann irgendwie nichts groß machen. Hey, hallo, Herr Zwangseinweisung. Wie geht es Ihnen? Alles fit? Oh, jetzt ist es weg. Oh! Oh! Snake Danger. Snake Danger. What the fuck? Sehr gut. Wir spielen ein Spiel mit Loch. Oh, 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 Snake Danger, Snake Danger. Ich bin ein Waschbär und mache das über eine Donut-App. Über die Donut-App. Oh weh. Jetzt hatte ich übrigens Vibration endlich. Fette Snake Danger. Kommt in mein Loch. Kommt rein. Komm. Ich will das Scheißschild. Oh. Oh, oh, oh. Das Loch wird größer. Das Loch wird größer. Was habe ich denn jetzt gemacht? Löcher sind immer... ja. Das ist meine Devise. Alter. Hopp. Rein ins Loch. Komm zu Papa. Fertig. Tolle Lieferung.
fertig. Schönen Mülltag noch. Danke. LL. Könnte es sein, dass du mir dankbar sein solltest, dass ich dein Schlangenproblem gelöst habe? Was, mein Antivirus? Dein Antivirus will meinen Stream beheben? Warum? Was habe ich denn gemacht? Moment mal. Dann warst du es, der die Löcher erschaffen hat? Wie? Nein. Ich meine nur, wer immer das getan hat, hat dir echt geholfen. Ist bestimmt ein cooler und netter Typ. Hat sonst wer Papp gesehen? Yep, ich hab Papp gesehen. Mit meinem Teleskop. Du meintest mein Teleskop. Hab ich doch gesagt, mein Teleskop. Wo hast du ihn gesehen? Naja, Pepper und ich hatten uns wieder in der Wolle und ich bin mit meinem Wohnwagen zum Minzfluss abgehauen. Ihm hat es dieser Vogel wohl angetan. Yep, ein echt netter Vogel war das. Hab den wirklich bewundert. Bis ich Scheißhunger bekam. Da habe ich über diese Donut County App einen Donut bestellt. Warum sag ich immer Donut? Über diese Donut County App einen Donut bestellt. Mein Gott. Geiler Vogel. Dann war da das Loch. Oh, das Loch. Das Loch. Flussbett. Let's fucking go. So. Na, Hund. Gott, dieser Hund. Gott, Alter. Gott, dieser blöde Hund. Rein mit dir, Fisch. Ja. So, mit was spielst du jetzt, Hund? Komm, komm. Rein ins Loch. Rein ins... Hund, Wauzi. Oh je. Hätte ich da eben noch was einlochen können? Egal. Das Spiel ist schon scheiße durch, ey. Oh! Kommt ins Wasser, Fischis! Hatata! Natata! Du bist frei! Raus! Raus! Ist er tot? Oh nein, jetzt ist der andere raus! Spring! 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 Hopp! Spring! Leb! Verdammt, leb! Atme! Der ist doch tot! Nice. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Braucht er trinken? Ach, muss ich den vielleicht mit, mit Fischis füttern? Oh. Ich glaub's nicht. Oh, Big Fish. Ah, ich hätte vielleicht den Big Fish ihn füttern müssen, keine Ahnung. Da ist mehr Wasser. Yeah. Komm. So langsam gibt's nichts mehr. Der Wohnwagen noch? Und jetzt muss ich, glaube ich, den Vogel einlochen. Und die Kinder hinten gucken zu. Oh. Das war's schon. Tolle Lieferung. Ja, ich bitte darum. Bitte darum.
Wow. Willst du damit sagen, dass du dich in einen Vogel verliebt hast? Yep. Ist das legal? BK, es geht nicht um den Vogel. Es geht um den Vogel. Mira, es geht definitiv um den Vogel. Ach, das ist hoffnungslos mit dir, Alter. Hoffnungslos, wir sind jetzt alle hoffnungslos. Coyote, ich dachte, du bist in die Wüste gezogen. Bin ich auch. BK muss es auf Leute abgesehen haben, die Pech haben. Coyote, du bist doch der ursprüngliche Besitzer des Donut County Shops. Des Donut County Donut Shops, oder? Yep, ist aber pleite gegangen. Als die Waschbären in die Stadt kamen. Ich hab den Shop an die Waschbären verkauft und bin in die Wüste gezogen. Oh nein, tut mir leid, Coyote. Kann man nichts machen. Das Leben eines Kojoten ist wie eine traurige Country-Melodie. Habe ein bescheidenes Leben geführt und Gemüse verkauft. War halt meine Art, den Leuten was zurückzugeben. Was ist das für ein Spiel, Alter? Oh, jetzt mache ich den Zeltplatz kaputt. Komm. Loch. Du kleiner Fuchs, du. Als Coyote, aber ist mir egal. Oh. Rein mit dem Korn. Okay. Komm schon, Feuer. Ja! Verbrennt's! Verbrennt's! Vogel verbrennt! Du auch! Oh nee, ich hätte mit dem Feuer hätte ich Popcorn machen können. Oh, hab ich auch. Rein mit dir. Alles kaputt, alles kaputt, alles kaputt! Heißes Loch. Oh. Tolle Lieferung, guck der scheiß Coyote. Hat er Popcorn drin? Ja. Meister bestraft wurde. Ein Loch ist ein Loch ist ein Loch. Ich sag's immer. Ist das mit dem Sound jetzt okay? Vorhin war das so laut, ey. Hat der Löcher in den Kopf gemacht, quasi. Egal. So viel zu meiner traurigen Geschichte. BK, hast du Coyote nichts zu sagen? Yep. Gemüse stinkt. Yep. LL. Ich meine jetzt eine Entschuldigung. Tut mir leid. Schmeckt dir etwa Gemüse? Vielleicht stinkt's ja wirklich. Mein Schleckermäulchen hat nach Süßen verlangt. Deshalb habe ich mir einen Donut bei euch bestellt. Was? Siehst du, Mira? Warum sollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesem erbärmlichen, gemüsefressenden Kojoten einen Donut gebracht habe? Ist es wirklich zu laut? Ah, verwirr mich doch bitte nicht. Du hast sein Geschäft ruiniert. Zweimal. Und hör auf zu sagen, dass du Donuts bringst. Was genau glaubst du sind Donuts? Wer kann das schon sagen? Genau, wer kann das sagen? Roma kapiert's. Was ist ein Donut ohne Loch? Wow, sehr gute Frage. Leute, ich will, dass ihr euch... Also von mir aus während dem Stream oder nach dem Stream, aber macht euch bitte drüber Gedanken. Was ist ein Donut ohne Loch? Okay? Ist nix wert, ein Scheiß wert ist das. Wir sollten wirklich aufhören, so lange wie möglich darüber nachzudenken.
Ein Donut ohne Loch ist immer noch ein Donut. Yep, wie Krapfen, Berliner und Co. Und Quarkbällchen. Stimmt, die haben auch keine Löcher. Tja, ein Bällchen mit Loch wäre wohl auch kein Bällchen, oder? Wow, das geht mega tief. Wechsel nicht das Thema, BK. Niki, Roma, ihr seid gerade nach Hoppa Springs gezogen, stimmt's? Jo, wir sind jetzt im Ruhestand und beobachten Häschen. Häschen im Herzen sind wir, Niki und ich. Verheiratet seit 40 Jahren. Hast du auch einen Donut bestellt? Roma hatte ein neues Telefon. Also haben wir zur Feier des Tagen Donuts bestellt. Ja, check. Urlaub, die Wurst kaputt mache. Da oben hocken sie. Nimmer lang. Also man kann hier wohl echt noch geheimes Zeug wahrscheinlich machen. Weil bisher habe ich keine Erfolge freigeschalten groß. Das heißt, wenn wir es durchhaben, müssen wir wahrscheinlich nochmal in die Trophy-Liste gucken, was hier so geht. Kann ich das im Hasen bringen? Hoppelhäschen, ich habe Mörsche für... Oh, komm runter. Ja! Fress es. Das sind noch andere Hoppelhäschen. Wollt ihr auch? Kriege ich das wieder raus? Ah, jetzt runter. Runter, durch die Tür. Durch die Tür. Ja, ja. Gutes Häschen. Gutes Häschen. Komm. Komm, hopp. Spring. Komm, du willst zum Hörscher. Du willst doch. Ja. Gute. Keine Sorge, Häschen. Ihr kommt auch ins Loch rein. Kaputt. Kaputt. Häschen ist kaputt. Oh, 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 jetzt wird gerammelt. Häschen hat gerammelt. Jetzt ist das Loch größer. Gott, Alter. Es ist nicht okay, das Spiel. Die Häschen freuen sich. Das ist denen scheißegal. Alles muss ins Loch. Alles muss ins Loch rein. Alles muss ins Loch rein. Ins Loch rein. Auch der Has und der Stein. Ins Loch rein. Jetzt ist es größer. Krieg ich mehr Steine. Jetzt kommt ihr runter. Oh, gutes Bild. Ah! Love. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das Spiel ist so kaputt, ey. Karotte groß. Karotte wachsen. Karottenhaus kaputt. Hase braun, Hase grau, Babyhase. Erdhaufen, Gartenschaufel, Pflanztopf. Seltsame Sukkulenten. Trittstein, Metalzaun, alter Fernseher. Ja, das... Oh Gott, Alter, was ist das für ein Scheiß? Es ist wirklich süß, dass ihr beide so verliebt seid.
Nacht und Tag sind der Liebe geweiht. Ach ja, wie wunderbar war. Das ist jetzt echt krass. Du bist krass. Nein, ich bin nicht krass. Du liebst Müll. Du liebst auch Müll. Jeder hier liebt Müll. Warum sonst würdet ihr hier alles zumüllen? Ist jedes Zuhause nur Müll für dich? Ja. Sag das ja nicht über meinen Wohnwagen. Ja, leg dich bloß nicht mit Pepper an. Yeah! Was ist mit deinem Wohnwagen passiert, Pepper? Naja, nachdem Salt und ich uns getrennt hatten, ging ich in den Joshua Tree Park, um etwas Ruhe zu finden. Ich habe auch meinen Laptop mitgebracht, um mir Vogelvideos anzusehen. Videos, in denen es ums Vögeln geht. So. Du zuerst, Vogel. Du zuerst. Mehr Kohle. Mehr Kohle. Mehr. Komm, noch ein Brikett. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Stuhl! Ein paar Steinchen, dass das Loch größer wird. Noch ein paar Steinchen. Noch ein paar Steinchen. Und jetzt das Feuer? Yes, und jetzt... Oh yeah, oh! Oh! Ja! Fackel brennt! Ja! Alles kaputt. Da hinten der Stuhl brennt noch nicht. Ja. So, und jetzt? Das ist ein heißes Level. Muss da in Brand legen. Du willst doch nur den Feuerlöscher benutzen, gib's zu. So, und jetzt? Oh, das Auto abfackeln. Ja! Alter, was eine Flamme. Ah, das sind noch kleine Steinchen. I see. Oh, flup, flup, flup. Flup, flup, flup. Niemals. Nee, natürlich nicht. Jetzt kommt wieder die geile Musik. Achtung und... Was haben wir in der Trashopedia? Josua-Baum, Laptop, Kochtopf, Grill, Kohle heiß, Wüstenbusch, Jumbo-Felsen, Runderfels, Wüstenstuhl, Ukulele-Stück oben, Peppers Anhänger, Peppers Truck. Schönen Mülltag noch. Mal eine Frage. Du
Du hast die Joshua-Bäume nicht gerettet, weil du dir die ganze Zeit die Vogelvideos angesehen hast. Nun, ich... Sie sind hunderte von Jahren alt. Megawatt. Aber du und dein Bruder habt echt Probleme, Alter. Gab's zu. Ich glaube, irgendwie stimmt die Übersetzung teilweise nicht. Nein, ich hab mir diesmal keinen Vogelkram angesehen, okay? Was hast du dann gemacht, Pepper? Ich habe eine E-Mail geschrieben. An einen Vogel? Nein, du Müllschnüffler. An meinen Bruder Salt. Wie bitte? Ich habe eine Entschuldigung geschrieben. Ich hätte deine Lavalampe nicht kaputt machen sollen. Oh Gott. Joshua. Joshua Bäume. Und die Lava hätte ich schon mal gar nicht fressen sollen. Das war nicht in Ordnung von mir. Pep. Alles gut, Alter. Die Lava ist der beste Teil. LL? So habe ich streitende Brüder wieder vereinigt. Die Schlangenprobleme eines Beamten gelöst. Einem Kind das Geschenk des Fliegens gemacht. Ich bin ein Held. Hey du, Haartyp. Was? Was machst denn so? Ich verkaufe Sprengstoff. Wow, süß. Ich meine, das klingt gefährlich, Alter. Besorgte Bürger würden sich wahrscheinlich freuen, deinen Feuerwerksstand in die Luft gehen zu sehen. Aus Sicherheitsgründen. Nein, nein. Ich führe mein Geschäft völlig legal. In Donut County bin ich wohl der mit den meisten Genehmigungen. Das Spielen mit Feuerwerk ist sicherer als Autofahren. Ich weiß noch nicht wie, aber ich will die scheiß Rakete zünden da oben drauf. Fetz! Fiu. Ach, warte mal. Kann ich das, wenn es brennt? Oh, ich kann das lenken. Rein mit dir! Ich meine, du kannst da voll das Zeug machen in dem Spiel. Um Gottes Willen. Oh oh. Ich kann den Chat nicht hören. Verdammt. Ich muss den Stream abbrechen. Ich kann den Chat nicht hören. Ich kann die Rakete da oben nicht starten. Für was ist die Rampe hier? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, Popcorn! Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, 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 Rakete! Wow.
Kaum einer hat wirklich Feuerkraft. Bla 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 bla. Zurück. Kaboom! Ich habe nur die Nachbarschaft aufgeräumt. Hat sonst noch wer ein Problem mit mir? Ja, ich. Naja, eigentlich mehr mit Mira. Oh, jetzt bist du dran, Mira. Coco. Nun ja, Mira weiß von allem, aber ich denke, jeder sollte es hören. Sogar die Vogelspinner? Ja, sag's ihnen. Ich wusste, dass die Waschbären die Löcher machen. Ich wusste es die ganze Zeit. Toast mit Spiegelei. Wenn es ums Ei geht, ist der Jack dabei. Jack ist dein Freund, wenn es ums Ei geht. Ist so. Gecko Park ist mega laut. Ich weiß nicht, warum der so laut ist. Gecko Park ist mega laut. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was los ist. Wie viele Schlangen wären wohl nötig, dich zu besiegen? Große Schlangen? Giftige? Normale Größe? Alter Vater, warum ist denn das so laut? Hört ihr mich noch? Ich glaube, ich lese das jetzt nicht vor. Glaube ich. Leute, ich weiß nicht, warum das gerade so assi laut ist. Ich hab's ja schon runtergestellt. Ich hoffe, dass es nach dem Level einfach aufhört. Warten wir mal. Oh, das Baby. Oh, kaputt. Thank you.
Gott sei Dank. Hi, Leute. Hi. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sollte gerade. Ich weiß auch nicht, warum der seine scheiß Musik so laut macht. Ich fühle mich dadurch gestört als Nachbar so. Beim Rossmann gibt's einen guten Nachtbrei. Rein mit dem Xylophon! Jetzt kommst du. Boah, warum war denn das jetzt so fucking laut? Guck mal, da ist ein Elche rechts drin. Und oben die Katze. Die Katze. Kannst du dich mit einreiben und dann schläfst du gut. Gute Nacht, Bri. Jetzt komm doch rein. Du Turm. Flupp. Leute, das Spiel ist saukrank. Echt jetzt. Es tut mir so leid, Coco. Es war meine Schuld, dass du im Loch gelandet bist. Ich hätte den Job bei den Waschbären nie annehmen sollen. Was zum... Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Das dachte ich auch. Aber dann hast du meine Stadt kaputt gemacht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe versucht, dir zu helfen, als du mich drum gebeten hast. Oh, Affen. Ich habe für dich das Katapult-Upgrade gekauft. Auch wenn du es eine absolute Punkteverschwendung ist. Du hast mir gesagt, dass du mit dem Katapult alle wieder aus dem Loch rausholen kannst. Und jetzt sitzen wir hier im Loch. Hühner sind keine Punkteverschwendung. Gib Dollop ein Küsschen auf den Kopf. Du hast sie beleidigt. Bark. Nee, lass mal gut sein. Gib ihr ein Küsschen. Bark. Nein! Das ist das Mindeste, was du tun kannst, nachdem du alle unsere Eier gestohlen hast. Ich habe die Eier nicht gestohlen. Sie sind durch den Boden gefallen. Bark. Erzähl einfach deine Geschichte, Jellybean. Die Zeiten auf der Farm waren hart. Ich musste meinen hochgeschätzten Hahn verkaufen, um über die Runden zu kommen. Dollop war sehr sauer. Eier! Jack, jetzt geht's ums Ei. Ums Eigemachte. Der ist ja gar nicht an der App. Der BK. Ei. Ich weiß es nicht. Komm her, Waschbär. Fort ist er. Der Sack. Kann ich das? Ja, lass mal kurz neu starten. Ich will wissen, was passiert, wenn ich hinten die Glocke zuerst läut. Nix? Okay, danke. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Das hier ist Lemon Tart von der Dinner Lady, gerade. War ich auch sehr gern Dampf. Ist von Dash. Eismelone. Und ja, ich hab alle mögliche zum Ausprobieren so. Gute Sachen dabei, so.
Wieso, kannst du was empfehlen? Was ich sehr mag, ist Doppelapfel. Schmeckt tatsächlich relativ stark wie das Doppelapfel aus der Shisha damals. Was ich mir auch erhofft hatte. Und kann ich empfehlen. War, glaube ich, Avoria Doppelapfel. So, was passiert da jetzt? Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Und hier ist gerade ein Erdnuss-Vanille-Mix drin, der ist auch. Der ist auch gut. Ist auch gut. Ach so, komm. Ja, also das hier ist, dieser Erdnuss-Vanille-Mix ist nicht süß eigentlich. Also echt nicht. Und Doppelapfel ist auch nicht süß. Hat halt diesen Shisha-Doppelapfel-Geschmack, ne? Ciao. Es gibt es gibt tatsächlich Tabakgeschmack. What the fuck? Kann ich wechseln, was in dem Katapult ist? Nee. Aktuell ist das Huhn halt drin, ne? Jetzt wird's halt deep, Alter. Leute, Glöckchen! Melone! Erdbeer! Da kriegst du halt neues Zeug raus, ne? Ah, okay, 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 okay. Und Sack. Rein mit dem Huhn. Ei, 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 ei. Oh. Ich will ein ganzes Ei. Ein ganzes Ei. Yeah. Och nee, ach du musst 3 Eier sammeln und die müssen, wo müssen die hin? So, warte, ich sammle mal 3 Eier. Ah ja, das mit dem Dampfen, Zwangseinweisung, hat echt gut geklappt bisher.
So. Ei. Und jetzt alle raus. Oh, ich kann nur eins rausschießen. Enttäuschend. Jetzt geh rein. Was habe ich getan? Ich achte jetzt auch die ganze Zeit oben links drauf, was ich irgendwie reinpfeffern kann. Oder rauspfeffern kann. Aber irgendwie... nur ein Ei. Mach einen Kickflip! Ah! Glocke! Flup! Der Sack ist da geblieben. Killt es sonst? Okay. Ich hätte bestimmt den Sack noch haben können am Schluss. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK. Doch, hab ich. Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designed sein. Designed? Was schaust du mich so an? Ich habe es nicht designed. Aber du hast es benutzt. Na, was hätte ich denn sonst benutzen sollen? K.A., du hättest echte Donuts benutzen können. Hätte ein echter Donut den armen Bergklaw vor dem sicheren Untergang bewahrt? Herzmax-Anweisung, das kann ich nicht. Gott. Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt. Du wurdest von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in den Wald bestellt? Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donutlieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt? Schau mal. Schau. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von Bienen gejagt. Es ist manchmal so. Dieses Spiel. Ich hab's Katapult gar nicht. Der Frosch kann irgendwas machen, der hat eben... Der quakt als... Kann ich mein Loch mit Honig füllen? Kann ich den Frosch schießen? Ist der geil! Fress alles! Fress es! Ja, fress die Bienen! Neide mit! Boah, geil! Fress es! Ja! Ja! Kannst du den Kaffee fressen hier? Oh. Was du glaubst, ich bin saubös? Was? Warum denn, Jack? Ach so, wenn ich so schrei? Na, Jack. Guck mal, der Frosch wird einfach fetter. Komm, du fetter Frosch. Komm rein mit dir. Alles geschluckt.
Nein, ich wollte das Bäumchen da hinten noch haben. Gottes Willen. Fress es. Ey. Ham, ham. So, jetzt aber. Komm. Runter mit dir. Oh, oh, der fette Frosch zieht dich rein. Ab geht's. Gott, ist der fett. Du fetter Frosch, du. Oh, scheiße. Ich hab die Honighäuschen gar nicht mitgenommen. Oh, voll viel verpasst. Jetzt mal, ne? Was haltet ihr von dem Spiel? Findet ihr es gut? Ist er auch, und das hat Kyle gesagt. Was, Kyle hat gesagt, dass ich böse bin? Warum? Ich hab eben durch die... Bei mir werdet ihr beide in der gleichen Farbe angezeigt. Ich habe gedacht, der Jack hätte es gesagt. Was ist mit mir? Niemand hat nach mir gefragt. Hat BK dich auch mit einem Katapult platt gemacht? Nein. Er hat mein Restaurant ruiniert. Dein Restaurant stinkt. LL, yeah, würde bei einer Kontrolle definitiv durchfallen. Wie könnt ihr beide Salt and Pepper heißen und Suppe nicht mögen? Beruhigt euch, ihr Loser. Was hat BK mit deinem Restaurant gemacht? Nun, ich hatte da ein leichtes Ungezieferproblem. Ich war erschöpft vom Ungezieferfangen, also bestellte ich einen Donut. Jack, bist du böse auf mich, wenn ich schrei? Jack, bist du... Wow! Komm her, Krabbelvieh! Komm, komm, du kleine Krabbelsau! Da haben wir sie. Gib mir Wasser. Gib mir Wasser. Ich will die Katz da oben. Gib mir die Katz. Ich brauch Wasser, Wasser. Ich weiß nicht für was, aber ich will Wasser. Oh, das Vieh rennt dem Loch hinterher. Können wir das irgendwo hinlocken? Ich muss später mal... Bist du nicht böse? Bist du dir sicher, Jack? Katze reingefallen. Oh, oh, da hinten. Piekst du da rein? Piekst du rein? Es ist noch Suppe da. Hier gibt's Salz und Pfeffer. Rein damit, rein. Ja. Und der Pfeffer, komm. Gib mir den Pfeffer. Gib mir den Pfeffer. Und jetzt? Jetzt die Suppe. Oh, lecker. Du kotzt da. Du kotzt da. Okay, also zuerst Suppe. Und dann Salz und dann der Pfeffer. Vielleicht nicht so viel. Ich weiß ja nicht. Na, du nicht! Kaga! Nein! Huah! Huah! Oh Gott. Du kotzender Vogel. Da. Hau ab. Nein! Nicht schon wieder. Ich bin so dumm. Oh, jetzt bin ich böse, Jack.
Pass auf, die Kaka kommt. Die Kaka kommt, Achtung. Jetzt kommt das Salz. Jetzt muss ich aufpassen, aber nicht nach rechts ausweichen. Nein, 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 nein. Gib den Pfeffer! Ja, trink's! Nein, geh fort, lass mich in Ruhe. Hogga, ich sitz auf dir bequem. Als nein, als nein! Ich kann nichts mehr wegfeuern übrigens. Das macht mich traurig. Kann ich theoretisch machen. Du kannst aber auch in den alten Stream vom Mick gucken. Der hat's auch gespielt. Loop Hero ist halt... Ich glaube, wenn ich das spiele, rede ich echt kaum was. Ich bin da so konzentriert dabei. Ich weiß nicht. Aber willst du es mal sehen, Jack? Ich kann es auch gern mal im Discord für dich spielen. Da kannst du direkt fragen, was das ist. Was soll das? Was streamt er da im Discord? Ist der scheiße? Sehr gerne. Oh, okay. Alles klar, Jack. Du hast den Quadcopter freigeschaltet. Melde dich im Raccoon HQ zum Training. Mwah, mwah, mwah. Ich gehe die einfach nur schnell durch, damit sie eventuell gelesen sind. Vielleicht braucht man das. Wie gesagt, ich will gucken, dass ich alle Erfolge freischalte. Und habe noch keine Ahnung, was es überhaupt für welche gibt. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung durch Catsup. Und das nicht nur einmal. Ja, ich habe da mal gearbeitet. Ziemlich krasser Laden. Wow, haha. Alles, was ich tue, scheint allen geholfen zu haben. Er hat nicht Unrecht, Mira. Vielleicht ist BK gar nicht so übel. Okay, Leute. Wir alle wissen, Catsup war ein Loch, noch bevor es gelocht wurde. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Ja, mein vollkommen zerstörter Quadcopter. Ja, warum hast du den kaputt gemacht, Mira? Jack, also ich will am Freitag... Will ich ein Grusel-Wusel-Spiel streamen? Zwischendrin geht nicht, da streamen die anderen. Ich überlege mal, wann ich dir das zeigen kann. Also wie gesagt, ich zeige dir es auch gerne im Discord so, wenn du magst. Aber ich kann auch einen normalen Stream draus machen, was dir lieber ist. Müssen wir nur gucken, wann. Also ich zeig's dir dann einfach mal. Oder ich spiele die Demo vielleicht. Nee, Demo ist blöd. Geht, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob ich einen neuen Speicher anfangen kann. Muss ich mal gucken. Geht bestimmt. Alter. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich musste ihn kaputt machen. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt kommt die Kopterkacke. Kopterkacke. Oh, ne. Steuer ist das so? Ne. Danke, Jack. Danke. Wieder was zum Schütteln. Schau mal. BK Crop Squad. Du wirst morgen so pennen. Warum, Kyle? Das ist doch morgen Geburtstag. Kyle, der hat morgen Geburtstag. Oh ja, und das hier. Bist du eifersüchtig? Are you jealous? Wow. Schau mal, wie schnell sich die Propeller drehen. Und so fliegt er. Kein Witz. Und ich brauchte nur 12 Lieferungen, um ihn zu kriegen. Darf ich mal sehen? Klar doch. Oh, sei vorsichtig. Vorsichtig, so. Ein bisschen tiefer. Hm, so. Was tust du denn da? Bist du irre? Wie kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben, wenn du es bekommen hast, indem du die Häuser unserer Freunde platt gemacht hast? Sie haben die Donuts bestellt, Mann. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Bringt nichts. BK, wie lautet dein Passwort für dieses Ding?
Ich glaube 0451. Ah, nein, ich hab's in Donkey Kong geändert. Danke übrigens. Weißt du, was am Boden der Löcher ist? Keine Ahnung. Was machst du da? Dir eine Lektion erteilen. Donkey Kong Country. Du bist lila? Ja. Hast deinen Namen, dein Ding geändert? Oder ist es einfach so passiert? Ich glaube, wir haben das Spiel gleich durchgespielt. Habt ihr eine Reaktion erteilt? Donut County. Ich musste es tun, Mann. Es gab keinen anderen Weg, zu dir durchzudringen. Du weißt nicht, wie es ist, etwas zu verlieren, das dir etwas bedeutet. Ich meine, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ihr liebt eure schrägen Müllhäuser und ich habe sie euch weggenommen, indem ich meinen Job machte. Was, schätze ich mal, zu diesem Zusammenhang kein guter Job war. Nah dran. Wirst du uns jetzt helfen, alle aus dem Loch zu holen? Mann, ist ja gut. Mach ich. Wo fangen wir an? LL, ich hatte gehofft, du wüsstest das. Tut mir leid, wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich was weiß. Aber ich weiß im Grunde gar nichts. Du musst Papp finden. Wenn ihr es schafft, Papp zu finden, können wir mit seinem Heißluftballon zurück an die Oberfläche. Oh ja, Papp. BK, kannst du auf deinem Tablet nach Papp suchen? Klar doch. Tablet, bitte nach GPS-Daten für einen Heißluftballon mit einem Papp suchen. Ich mach nur Spaß, dieses Ding hat keine Sprachsteuerung. Weißt du, wer Papp vielleicht finden könnte? Posso! Nein, 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 Possum ist zu schräg. Er ist schräg, aber du musst zugeben, dass Possum recht hatte. Die Erde ist hohl. Wenn du weißt, wo er wohnt, kann ich ihn holen. Ja, liefer einfach einen Donut zum verlassenen Haus. LL, natürlich hat Possum das verlassene Haus besetzt. Ich dachte immer, das spukt. Das ist noch schlimmer. Ab ins verlassene Haus. Wo wir mit dem Loch Licht machen gleich. Nein, mit der Katz. Na, 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 nein, mit der Katz. Na, 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 nein, mit der Katz. Nein, mit der Katz. Wenn das Licht im Kühlschrank ist. Du ist Possum. Du Possum, du. Jetzt habe ich eine Taschenlampe oder Batterie, aber es passiert nichts. Yeah, bin wieder blau. Wie hast du dich verstellt, Kyle? Wie hast du das gemacht? War das aus Vorfreude zum Geburtstag oder was? Da, Possum! Wo ist das Possum? Was ist hier rechts eigentlich?
Ist doch die Possum-Mask. Die Possum-Mask. Possum-Mask. Nein, mit dir. Oh Gott. Kyle, ich hab dir gesagt, hör auf, an Reglern rumzuspielen. Du musst aufhören. Schrank. 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 Rein, rein. Ja. Ja, komm. Ja. Mein Loch ist zu klein. Der Schrank will nicht rein. Ich will den Fotoapparat, ehrlich gesagt. Hopp. Ich verzeih dir, Kyle. Habe ich jetzt den Fotoapparat? Fotoapparat. Danke, 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 danke. Ich hätte das Spiel am Anfang fast zum Vollpreis gekauft, gell, weil ich voll intrigued war. Das ist wie ein Trip, das Spiel. Ich hatte recht. Yep. Hohle Erde. Ockhams Skalpell. Yep. Wie viele Stunden müssen wir uns das noch anhören? So, Possum, weißt du, wie man Papp findet? Papp, Papp. Ich glaube, gehört zu haben, dass die Bullen nach einem Hund in einem Heißluftballon suchen. Wo ist er? Ich könnte es vielleicht herausfinden, wenn ich einen Waschbär-Polizeiscanner hätte. Umgeh. Wo kriegen wir einen Waschbär-Polizeiscanner her? Der Polizeichef hat wahrscheinlich einen, aber er ist heute in der Raccoon Lagoon und hat einen freien Tag, den wir ihm jetzt vermasseln. Mira, meinst du das ernst? Raccoon Lagoon, der glücklichste Waschbärplatz auf der ganzen Waschbärerde, bietet klasse Musik und Wasserbomben. Raccoon Lagoon ist Heimat der Wildwasserbahn Fun, Flume und Riesenspaß für den Waschbär-Raccoon. Du hast keine Wahl, BK. Jetzt ist's aus mit dem Spaß. Ist ja gut. Aber du sprichst mit dem Polizeichef, wenn er hier unten ist. Oh. Ist der goldisch? Das ist ein Waschbär im Polizeikostüm. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was ist Ockhams Schneide oder Ockhams Skalpell? Oder spreche ich es einfach komplett falsch aus und raff's deswegen nicht? Da kommen einfach nur Wasserbomben raus. Verstehe.
versuche erstmal die Kamera zu kriegen. Oder habe ich es jetzt verkackt? Ja, die Kamera kriege ich nicht. Ich kenne das echt nicht. Das sagt mir gar nichts, Leute. Ich komme mir gerade echt blöd vor. Dr. House? Echt? Nee, echt jetzt. Keine Ahnung. Kommt jetzt alle mitschwimmen. Aber es heißt eigentlich Occams Schneider, oder was? Und die haben es im Spiel falsch gesagt. Oh oh. Bläh. Lebt er noch? Hol mir den Scanner. Jungs, ich könnte Ärger dafür kriegen. Trash King wird mir mein Tablet wegnehmen, wenn er das mitkriegt. Oh nein, kriegst du dann auch Hausarrest? Wird er dich und all deine Freunde dann auch in eine finstere Höhle werfen? Okay, okay, ich hab's kapiert. Possum, hast du irgendwas auf dem Scanner? Ah, okay. Eine Sekunde. Ja, hab ich. Weiter Ärger im Raccoon HQ. Tag 3 der Demonstranten. Sie haben jetzt individuelle T-Shirts. Das ist es nicht. Donut County, Donut Shop, spurlos verschwunden. Die Ermittlungen laufen. Es wird nach einem Lieferwaschbären namens BK gesucht. Mist. Schalt's aus. Es muss doch Neuigkeiten über Pub geben. Bitte um Unterstützung auf der 405. Heißluftballon verursacht Stau. Das muss mein Pub sein. Ich hab's, er ist auf der 405. Ja, wir beeilen uns besser, BK. Die Bullen sind hinter ihm her. Die Bullen sind hinter mir her? Beruhige dich, ist schon gut, Junge. Ich besuche dich auch im Gefängnis. Was? Ich weiß, bin echt eine gute Freundin. Aber zuerst müssen wir was abliefern. Gottes Willen.
Na? Fetzen, geiles Schneidewerkzeug. Also egal, wie ich das mit dem Ton einstelle, zwischendrin wird der übelst laut. Und ich krieg's nicht hin, dass die Maus in das Loch reinfällt. Oh. Na alle. Da ist ein Stau, weil die Fernsehen gucken, oder was? Ah, ich kann die nicht schießen, schade. Scheiß Waschbären, Alter. Oh oh. Was kann ich hier machen? Du musst da als Punkt genau sein. Punkt genau sein. Ah, jetzt. Es geht nicht, Jack. Nice, ist da ein Dildo rausgefallen? Krass, dieses Loch auseinander. Hopp, der Dicke muss sich dranhängen. Ja, oh Gott. Kommt, alle ins Loch. Bisschen Sicherheit. Wuff. Okay, Papp, komm raus. Ich brauche diesen Heißluftballon. Ich steig auf, um uns zu retten. Das kannst du knicken, Alter. Alleine steigst du schon mal gar nicht. Sonst haust du einfach ab. Ich komme mit dir mit. Ich komme auch mit. Für den Fall, dass wir uns in den Hauptrechner hacken müssen. Nein. Ja.
Bloß nicht, du bleibst hier. Wollt ihr einfach so los, ohne irgendeinen Plan? Wir werden mit dem Anführer der Waschbären reden. Geile Idee. Geile Idee. Trash King. Wir werden den Bosskampf ziehen und ihm in den Hintern treten. Alter, du hast noch nie einen Bosskampf gewonnen. Diesmal musst du meiner Führung folgen. Vielleicht sollte man zuerst mal mit ihm reden. Wir werden es versuchen. Dann viel Glück. Danke, Coco. Tafel ist gesund. Wow, unheimlich. Fühlt sich hier oben auch nicht viel anders an. Ganz so, als ob wir ersetzt wurden. Durch Waschbären. Was? Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Reite doch nicht ständig drauf rum. Du denkst, es ist alles meine Schuld? Ich fühle mich schlecht, aber ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. BK, hier ist dein Tipp. Du fühlst dich schuldig? Ich gebe dir nicht die Schuld für alles, was Waschbären tun. Wollen wir noch Freunde sein? Ich schon. Aber wenn wir weiter Freunde bleiben wollen, mach deine Schuld nicht zu meinem Problem. Oh ja, und wasch mein Auto. Und bade auch meinen Hund. Abgemacht. Das ist es. Raccoon HQ. Es ist das Ding auf dem alten Observatoriumsberg. Wow, sieht aus wie eine große Mülltonne. Ich weiß. Cool, oder? Ich denke, es macht Sinn, dass Trash King dort lebt. Ich weiß. Auf geht's. Ich weiß nicht, Kyle. Das ist kaputt. Das Spiel ist kaputt. Wow, das stinkt zum Himmel. Benutzt ihr vielleicht eine Art Umkehrlufterfrischer? Ach ja, Trautesheim. LL? Okay, du solltest jetzt mal Trash King anrufen. Versuch ihn zu überzeugen, uns zu helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Machst du Witze? Ich kann ihn nicht anrufen. Es wäre überaus unangenehm. Dann schreib ihm eine SMS. Na gut. Jetzt hier liege ich da oben. Hey. Jetzt schicken wir Enten. Hallo. Wer ist das? Sorry, neues Telefon. Ich bin's, BK. Ich arbeite für dich. Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, einige der Löcher rückgängig zu machen und den Leuten ihren Müll zurückzugeben. Er reagiert einfach nicht drauf. Egal wie viel ich mache, guck mal, wie süß ich auf dem Rücken lecken mit den Beinen strampel. Okay, egal. Kein Problem. Und was sagt er? Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, er ist sauer auf mich. Verdammt, Scheibenkleister. Weißt du, was Spaß machen würde? Ein Loch zu öffnen und diesen Ort platt zu machen? Yep. Dann nix wie ran. Okay, ein Loch. Kommt sofort.
Hey, Batman jagt Godzillas Sohn, was geht ab? Wir machen Löcher. Das Spiel ist total durch. Nun haben wir es versucht. Tja, das war's dann wohl, LL. Ich kann helfen. Possum, wir haben dir gesagt, dass du bei den anderen bleiben sollst. Stimmt. Aber ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Ich kann euch helfen, das Sicherheitssystem des HQs zu hacken. Auf diese Weise könnt ihr dann ein Loch reinschmuggeln. Und wie hacken wir uns rein? Schließt das hier einfach an das Sicherungssystem an. Wow, niedlich. Wir können das Katapult benutzen. Okay, hier geht nichts mehr. Hab mir noch gedacht, dass ich hier... Kann ich das auf den hier pfeffern? Nee. Das Possum Hack Protokoll, Alter. Klopapier, 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 Klopapier. Nimm die Batterie mit und dann der Top und dann noch das Handy. Jetzt nehmen wir mal das Papier und dann geht's weiter. Dann nehmen wir mal das hier alles mit. Alles mit! Dich auch. Aufs Regal. Alles mit. Jetzt geht's los. Rote Schlüsselkarte. Mit der roten Karte kommen wir hier rein. Bam! Rein durch die Tür. Biologisches Labor. Willkommen im Biologielabor. Neue Rekruten. Donut County war die Heimat vieler unhöflicher, rumbrüllender Bestien. Niemand weiß warum, die Tiere waren da draußen einfach so. Es ist unsere Aufgabe, den Zweck dieser nackten Kreaturen zu ermitteln. Seht, wie unsere Spitzenwaschbären die Fakten extrahieren. Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Olli Olli. Ich muss was greifen und dann muss ich hier einen Code eingeben. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ui, 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 ui. Okay. Doch so ekelhafte Lochbilder. Die finde ich auch eklig übrigens. Wo Hände Löcher haben und sowas, weißt du? Der ganze ekelhafte Scheiß. Alter, die Musik ist echt geil. Frisch ist so nice. Rein mit dir.
Jack, ich wünsche dir eine gute Nacht. Fress die Flieg jetzt. Danke fürs Dabeisein, Jack. Hat mich gefreut. Frage. Ich kann Hasen feuern. Ah, jetzt wird, stimmt, da wird gerammelt. Die rammeln ja. Wow, aber wie? Keine Panik. Es ist nur ein fehlgeleitetes Loch. Das ist aber buchstäblich ganz normal. Ich habe die Notbeleuchtung eingeschaltet. Einfach so aus Spaß. Bitte füllen den nächsten 5 Sekunden eure, bitte füllt in den nächsten 5 Sekunden eure Verzichtserklärung aus. Hasen, 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 Hasen. Alles mit Hasen voll. Alles mit Hasen voll. Ihr kommt rein. Ich nehm euch mit. Ihr macht mehr. Denn ihr seid Rammler. Hase ins Loch. 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 Blaue Schlüsselkarte. Hase ins Loch. Geh zurück mit dem Hasen im Loch. Oh, kann ich da runter? Nee. Anthropologisches Labor. Bevor Waschbären hier ansiedelten, produzierten die Leute von Donut County vielerlei Müll. Wir glauben, dass jedes Stück Müll eine besondere Bedeutung hatte. Unsere Wissenschaftler studieren diesen Müll rund um die Uhr, sodass wir lernen können, eines Tages unseren eigenen zu produzieren. Mal sehen, was sie gerade machen. Dieses Spiel zerstört die Existenz im Gesamten. Ja, mit Hasen. Wow, wow, wow. Gibt's den Soundtrack auf Spotify? Das wäre nice. Lass mal gucken kurz. Ja, geil, den gibt's. In den nächsten Streams hört ihr ein bisschen Donut County. Donut County. Mein Gott, ich kann's nicht aussprechen. Ich bin blöd. So. Wie denn die PS5 im Allgemeinen? Ach so, zerstört die PS5 oder was? Ach so, Persona 5 Striker Soundtrack, ja. Ich würde es gerne spielen, aber ich weiß halt echt nicht, ob es was für mich ist. Ich mag halt diese Dynasty Warriors Spiele nicht so. Keine Panik, es ist alles in bester Ordnung. Wer auch immer Kontrolle über dieses Loch hat, sofort weg mit dir. Was denn? Warum sorry? Ist DW?
Nun gut. Damit ist die Tour beendet. Achtung, Lochfahrer. Wir treffen uns in meinem Büro. Danke. Hyrule Warriors. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist echt nicht so für mich. Sieh, was aus mir geworden ist. Ich glaub's dir, Karl. Also ich glaub's dir wirklich. Aber mir wird das auf Dauer so schnell eintönig, weißt du? BK, bitte sofort in meinem Büro melden. Ich öffne dir alleine den direkten Zugang, BK. Wir haben eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Wow, er hat meinen Namen gesagt. Bist du sicher, dass du mit ihm alleine fertig wirst? Er stinkt mir irgendwie. Ja, er stinkt definitiv, aber ich komme mit ihm klar. Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Dieses Schlamassel muss ich selbst ausbaden. Stimmt, aber du kannst mich trotzdem jederzeit um Hilfe bitten. Das weiß ich zu schätzen. Wünsch mir Glück. Brauche ich nicht, du wirst sie platt machen. Außer du willst 100%. Nee. 200, kannst du da 200 Stunden reinstecken? Echt, what the fuck? Willst du eine Gurke? Nein, ich bin hier, damit du die Löcher rückgängig machst. Bring alle zurück. Wusstest du, dass du der beste Lochfahrer in ganz Donut County bist? Du bist berühmt, BK. Wow, echt? Stell dir vor, Junge. Vollzeit-Mitarbeiterstatus und Gesellschaftsaktien. Die Firma kümmert sich um alles für dich. Sie werden dir sogar den Hintern abwischen. Ich hasse es, mir den Hintern abzuwischen. Wenn du dich mir anschließt, kannst du mit dem echten Spielzeug der großen Jungs spielen. Dem King Quadcopter. Er hat eine Zementkanone für schwere Bauarbeiten. Er ist der Pickup unter den Quadcoptern. Okay. Ich muss dir noch eine Sache zeigen. Folge mir. Hey, Possum. Hast du eine Panzerfaust? Oder irgendwas, das einen Haufen Quadcopters in die Luft jagen könnte? Nein, aber ich kann mal im dunklen Netz nachschauen, wenn wir zurück sind. Also das Darknet. Vergiss es. Vielleicht sind sie nur zum Spaß hier. Beeil dich, BK. Da kommen die Löcher her. Krass. BK, diese Nerds im Heißluftballon halten dich zurück. Du musst lernen, dich selbst an erster Stelle zu setzen. Du musst zugreifen und die Gurke nehmen. Was, wenn meine Hand stecken bleibt, wie deine? Ha, die steckt nicht fest. Ich könnte sie jederzeit rausziehen. Das soll dich nur inspirieren. Unterschreibe hier. Wow, Filialleiter. Und ich bin krankenversichert? Yep, und kriegst selbstverständlich einen nagelneuen Quadcopter. In Ordnung. Gib mir den Stift. Dieses Geräusch. Es ist ein King-Quadcopter. Wir müssen uns ergeben, Mira. Das Ding kann leicht unseren Ballon in die Luft jagen. Nicht, wenn wir ihn zuerst in die Luft jagen. Ich sagte doch, ich habe keine Panzerfaust. Und Trash King hat mein Hacking-Gerät. Wir werden ein Loch einsetzen. Vertrau mir. Es wurde designt, um Dinge platt zu machen. Stunden. Oh.
Easy Game. Ihr habt nur 40 Stunden geballert, Anfänger. Ich glaube, ich hab's, ja. Geschafft. Geschafft! Wir haben ihn platt gemacht. Alles ohne BKs Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass er uns sitzen gelassen hat. Er hat uns verraten. Das überrascht mich nicht. BK ist ein wahrer Kapitalist. Nun, ich werde ihm in den Hintern treten. Ich repariere seinen Quadcopter und mache ihn dann wieder platt. Danke, danke. Danke, danke. Was war das? Er ist wieder da, diesmal mit Panzerfaust. Nicht fair. Jag uns nicht in die Luft. Na, du dachtest, du könntest meine Löcher gegen mich verwenden. Ich bin der Trash King, ich regiere hier. Ich habe diese App designt. Entschuldige, dass ich deinen Ballon platzen lassen habe. Aber dein Freund BK hat sich für die Gurke entschieden. Bis später, Nerds. Viel Spaß. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe mich nicht für die Gurke entschieden. BK! Er hat das Hacking-Gerät. Wir können uns in den Quadcopter hacken und ihn auseinandernehmen. BK, nicht bewegen. Ich werde dich direkt in den Quadcopter katapultieren, mein Gott. Weich der Panzerfaust aus. Okay. Warte, lass mich nicht in die Luft fliegen. Das war ein cooler Bossfight. Ach, ich kann das bewegen. Laut. Ihr habt alles ruiniert. Ich denke, Waschbären packen es in Donut County einfach nicht. Falsch. Du packst es einfach nicht, Alter. Yeah, LL, deine Firma stinkt. Du hast die Nachbarschaft ruiniert. BK, es geht nicht um die Firma. Denk an all die unschuldigen Waschbären, die hierher gezogen sind. Rumgeh jetzt, hör aber auf. Die Wahrheit ist, uns geht der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donut County gekommen, weil hier Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir immer mehr Löcher öffnen, um genügend Müll zu sammeln. Ich habe auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht? Du hast nur auf dich selbst aufgepasst. Dir ging nicht der Müll aus, dir gingen die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt nichts mehr. Bring alle zurück.
Ja, und auch alle unsere Sachen. Schmoll. Aber es ist so viel Arbeit. Ich müsste ein riesiges Katapult bauen. Wenn du es machst, verraten wir dir, wie du deine Hand aus dem Gurkenglas kriegst. Wirklich? Nein. LL. LL. Soll das LOL heißen? Ich glaube, es ist fertig. Okay, Alomon. Einer nach dem anderen. Los geht's. Danke, Mira. Und BK, mach keinen Ärger mehr. Wuff. Bevor ich gehe, habe ich eine Bitte. Könntest du bitte keine Schlangen mehr da hochkatapultieren? Ich schau mal, was wir tun können. Nö. Bis die Tage. Es war heftig, Alomon. Nochmals Entschuldigung, Leute. Ist schon gut. Wir vergeben dir, Mira. Ja, dir aber nicht, BK. Yeah, du stinkst. Okay, dann tschüss und bis die Tage. Hey, Kyote. Ich hab nachgedacht. Hä? Möchtest du einen Job in unserem Donut-Shop? Wir machen saubere Sache. Ich verspreche es. Ja, das würde mir, glaube ich, gefallen. Aber ich bin dann dein Boss. What the fuck? LL, sonderbar, aber okay. Alles braucht seine Zeit. Wer weiß schon, wann sich alles wieder normalisieren wird. Ja, da wird sich so einiges ein Weilchen nicht normal anfühlen. Egal, wir lassen uns treiben und schauen einfach mal. Gut, sorry wegen der Unordnung. Ist schon okay. Pass auf dich auf, Mira. Mira! BK! Klasse, wie ihr den Quadcopter in die Luft gejagt habt, LL. Haha, danke. Weißt du, ich dachte... Ich hoffe wirklich, du erzählst den Bullen nichts von meinem Sprengstoffgeschäft. Sie würden vermutlich ziemlich schockiert sein, wenn sie wüssten, wer die 405 zerstört hat. Und all die anderen Sachen, die ihr in die Luft gejagt habt. Wisst ihr? Ich sag's ja nur. Als Freund. Haha, okay. Nun, danke für die Drohung. Bis später. Ich habe einen Witz für euch. Kennt ihr schon den, wo der Waschbär dem Huhn ein Küsschen gibt? Kennt ihr nicht? Soll ich erzählen? Alter, ich werde deinem dreckigen Huhn kein Küsschen geben. Bark! Hau rein, Zwangi. Wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Naja, das war echt... Jep, eine echte Zeitverschwendung. Danke, dass du mich diesem Frosch bekannt gemacht hast. Das ist ein cooler Frosch. Ziemlich cool. Denke mal, es ist alles gut geworden. Okay, du kannst mich jetzt hochschießen. Ja, okay. Hey Leute. Schaut mal im Catsup vorbei, ja? Klar doch. Wirst du dich um das Ungeziefer kümmern? Weiß nicht. Die gehören irgendwie schon zu den geheimen Zutaten. LL süß. Du solltest ein paar Apfelkerne und eine Fischgräte reinwerfen. Mach einen Mülleintopf. Hey, klasse Idee. Igitt, nein. Igitt, weg mit dir. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe, Possum. Schon gut, Mira. Du solltest nicht allen glauben, die dir was erzählen. Besonders nicht BK. Keine Sorge, ihm werde ich nie wieder vertrauen. Was? Nach all dem hier? OMG, das war ein Scherz. Siehst du? Man kann auf dieser flachen, hohlen Erde niemandem trauen. OMG, wie auch immer. Wisst ihr, es wird ziemlich lange dauern, bis ich euch vergebe. Ihr habt, naja, alles Mögliche vermasselt. Es tut mir leid, Coco. BK? Es tut mir auch leid, Coco. Willst du nächstes Wochenende immer noch an den Strand? Haha, ja, will ich. Wie kommen die eigentlich da hoch? Hey Mira, danke, dass du so cool mit zu mir warst. Und, dass du mir gezeigt hast, wie man gut ist. Und, für deine Geduld. Und, okay, okay, das ist genug Lob. Kaa, vielleicht machst du es eines Tages wieder gut. Nachdem du meine Wäsche gewaschen hast, 100 Jahre lang. Jetzt lobe mich. Nachdem ich so viel Zeit mit dir verbracht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du nur etwa 75% wie der Trash King stinkst. Du hast aber immer noch ein Bad nötig. Du liebst meinen Geschank.
Tu ich nicht. Echt jetzt. LL. Würdest du mir die Ehre erweisen, den Startknopf zu drücken? Gerne. Zu lahm. Haha. Ja! Ich würde gerne den ganzen Abspann sehen, wenn das geht, irgendwie. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ich glaube, das wiederholt sich alles, hä? Okay. Das war Donut County. Mal was anderes. Kann ich das skippen? Nee, kann ich nicht. War auf jeden Fall sehr speziell, doch. Wir spielen am Freitag definitiv was Normaleres. Mein Fazit, es ist schon durch. Es ist schon durch. Ich fand es eigentlich ganz cool. Aber ich, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich es in einem Sale geholt habe. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Schon ein bisschen länger her, 6 Euro oder so. Also wenn ich jetzt die 15 oder 20 oder was es kostet bezahlt hätte, hätte ich ein bisschen doof gefunden, aber so voll in Ordnung, voll okay. Das ist schon 2 Jahre draußen? Krass. Du hast neue Trashopedia-Elemente freigeschaltet. Ja, bitte öffnen. Es ist kurz wie Sau. Ich weiß halt jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was uns an Trophys fehlt. Ich meine, es gibt 25 Stück. Wie komme ich zu all meinen Trophys hier? Die Trophys in der PS5 sind halt... Wir haben
Gerade mal 27%, ne? Drei Dutzend Eier kaputt machen? Oh, ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Ich glaube, das mache ich so irgendwann. Fly-Fruited Donut Hole, das haben wir gemacht. Warte mal, wir gucken. Destroy the Trash King's Monitor. Kann ich jetzt? Ja, ich kann einfach Levels auswählen. Das dürfte vielleicht relativ schnell gehen. Das wird der Monitor sein, oder? Oder können wir... Geht es? Nee, ich kann hier nicht nach Details suchen, oder? Nee. Ich guck mal nach. Ich mach das mit einem Guide nebenher. Scheiß drauf, Alter. Do not County Disrespecter. Disrespecter. Das ist tatsächlich hier. So. Und das machst du mit der Rakete. Mit der Rakete! Das hätte ich wahrscheinlich auch alleine rausgefunden. Egal. Was halt ein bisschen anstrengend sein könnte, ist das Trashpedia zu füllen. Aber vielleicht haben wir irgendwo eine Anzeige, die uns sagt, was tatsächlich alles fehlt. Das wäre halt ultra nice. Nice. Sehe ich hier, was fehlt? Nee, ne? Ah, das geht aber nach Level. Boah, da müssen wir, glaube ich, alle Level durchgehen, ne? Also mit einer Liste oder so. Gut, kommt aber vielleicht auch von alleine, wenn wir die Trophys durchgehen. Wo ist was rot hinterlegt? Das ist vom Level her rot. Da hat jedes Level eine an... Tablett ist sowieso rot, so wie es aussieht. Hm. Eggbreaker. Da müssen wir in das Eierlevel. Müssen wir in das Eierlevel. Hier die Eier. War das hier mit dieser fetten Eimaschine hinten? Finden wir es raus. Ich glaube aber fast nicht tatsächlich. Ach, und den Sack haben wir nicht mitgenommen, ne? Den könnte man theoretisch gleich holen. Der ist bestimmt... Der ist bestimmt Teil der Treasure Clopedie.
Schneller! Nur am Scheißen. Du schreibst nie beim Scheißen, warum nicht? Keil. Da ist man am produktivsten. Muss ich die zerstören lassen, oder? Bist nicht gern... Warum nicht? Zählt das hier? Yo. View trophies. Finish Gecko's Park without collecting the radio. Okay, wir machen das Level hier aber noch fertig. Ich würde gerne den Beutel noch einsammeln. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er fehlt. Weiß nicht, geil. Man hat halt seine Ruhe. Duschen natürlich auch, klar. Du kannst doch beides kombinieren, wenn du willst. Ja. So, komm, der Sack muss mit. Sack ist mit. Habe ich neue Einträge? Jo. Ich sehe halt echt nicht. Ich sehe halt nicht, ob was fehlt. Ey. So, was haben wir als nächstes? Nerd completed. Achso. Find Trash King's Secret Getaway. Okay, okay, ich sehe, glaube ich, was ich da machen muss. Also. Oh nee, okay. Here.
Wow. What the fuck? Das ist aber geil irgendwie. Das ist ja cool. Was haben wir als nächstes? Dethroner, Destroy Trash Kings Monument. Gucke ich mal schnell nach. Das hätte ich fast gemacht. Das wollte ich sogar machen. Warum ging das nicht? Oh, ich hab noch gedacht, das geht bestimmt. Passt mal auf. Wir müssen den Boss nochmal machen. Ne, wir müssen den Boss nochmal machen. Aber der geht fix. Der geht schnell. Das hat noch nicht funktioniert. Im ersten Screen funktioniert das nicht. Das Monument steht unten und wenn du zum Tornado wirst... Hier. Ach, der hat mein Loch versiegelt. Der versiegelt dann das Loch. Kann ich das mit den Bomben wieder aufsprengen dann? Nein! Ah, ich bin zu ungeduldig gerade. So, jetzt muss es sitzen oder wir haben ein Problem. Nice. Das war's. Ich meine, wenn du den Dialog skippst, ne, kannst du einen Platinrun in einer Stunde machen oder so. Locker. Wenn du weißt, was du machst. Thank you.
Ach scheiße, ich hätte... Das habe ich ganz vergessen. Habe jetzt schon auf die Bomben gewartet, die rauskommen. Speedrun? So, guck, das hier ist das Monument da unten. Du kriegst es so nicht kaputt. Du musst dich jetzt voll beeilen, das zu kriegen wahrscheinlich. Yes! So. Make Chef's Secret Soup Recipe. So, das ist im Chef-Level. Und dort müssen wir... Okay, der sammelt alles ein. Geht dann rein. Okay, wir müssen was mit der... nee, sind's nicht. Ich hätte es auch gedacht. Ich habe gedacht, du musst die Suppe machen mit Ungeziefer drin. Aber das ist es nicht. So wie ich es verstehe, musst du einfach mehr Pfeffer reinmachen. Die Soße muss rot werden. Die Suppe... So, dann haben wir das hier. Achtung. Also wir brauchen die Suppe. Dann Salz und dann wahrscheinlich zweimal Pfeffer. Ach du Scheiße. War's das? Ha. Also wohl zweimal Salz und zweimal Pfeffer. Okay. Nice. So, dann haben wir noch Music Lover. Finish Gecko Park. Gecko Park. Okay. Wir wissen dann aber immer noch nicht, was in der Enzyklopädie fehlt, ne? Ah, jetzt wird's wieder laut. Sorry, Leute. Jetzt schon mal sorry dafür.
Echt? Bei mir ist das saulaut. Versteht man mich überhaupt noch? Lol. Schreibt da einfach nur. Ja, yep, okay. Vielleicht könnte jemand mal schnell googeln, ob man irgendwo auf die Schnelle checken kann, was in der Enzyklopädie fehlt. Ob es da irgendwie einen Hinweis im Spiel gibt oder so. Dass ich nicht eine Online-Liste durchgehen muss vielleicht. Nice. Nice. Oh. Es muss ein Level abkommen, ja? So. Ich glaube, das ist jetzt... Das ist die letzte Trophäe, die mir fehlt. Okay, ich glaube, wir müssen da irgendwie durch. Donut County Trashopedia. What the fuck, das ist ein Video, was 13 Minuten geht. Nee, danke. Okay, wir müssen da, glaube ich, die Liste durch. Ja, ja, genau auf der Seite bin ich gerade. Genau auf der Seite bin ich gerade. So, dann wollen wir mal auf 1. Alter. So, Fasskaktus, ja. Pappkarton, Höhle, Kaffeebecher, Helm, Swimmingpool, Knochen, Hundeschale, Donutfelsen, Kiln ist der Ofen, ja. Potters Haus, Papierkugel ist der Paperball, Picknickbench, Pott, Zylinder, Inverted, groß. Okay, die haben wir schon mal. Picket Fence, Pottery Wheel, Pot Bottom Heavy, Pueblo Wall, Soul Sign, Spyglass,
Kamin. Sukkulente. Suitcase. So. Chicken. Bucket. Wooden Fence. Chicken Coop. Tire. Ranger Station. Megaphone. Snake. Cool Snake. Chicken Swing. Hanging Sign. Big Red Button. Snake Sign. Snake Cage. Water Tower. Walkie Talkie. Searchlight. Level 2 haben wir auch komplett. Okay, Saul's Trailer. Ukulele Piece. Fast Food Tray. Drink Cup. Fries Holder. River Fish. Tennis Ball. Drinking Bird. Okay. Corn Coop. Corn Cart. Mesa. Milk Crate. Camping Soup Bowl. Camping Tent. Popcorn. Campfire. Soup Can. Coyotes Tent. Crow. Okay, Hammer. Carrot Small. Carrot Big. Carrot Growing. Carrot House Broken. Bunny Brown. Bunny Gray. Baby Bunny. Dirt Pile. Garden Shovel. Plant Pot. Weird Succulent. Ja. Stepping Stone. Metal Fence. Old Television. Hammer. Joshua Tree. Laptop. Saucepan. Barbecue. Coal. Desert Bush. Jumbo Rock. Round Rock. Desert Chair. Ukulele Piece. Top. Peppers Trailer. Peppers Truck. Okay. Beach Bonfire. Beach Cliff. Beach Corn. Popcorn Sandy. Book Yellow. Seagull. Firework. Firework Stand. Picnic Basket. Takeout Cup. Fries Holder. Morse's Convertible. Okay. Gecko Park. Book Blue. Book Red. Kokos House. Kokos Oven mit. Kokos Phone. Drying Rack. Lawn Flamingo. Launch Chair. Personal Fan. Oh. Kokos Radio. Sprinkler. Trash Can. Gecko. Gecko Small. Gecko Big. Kokos Vibraphone. Vibraphone Mallet. Do Not Display Case. Okay. So, Chicken Barn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Haben wir alles. So, Honey Nut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fuck you! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hammer. Cat Soup, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hammer komplett. Do Not Shop. Hier fehlt uns der Entry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, da fehlt. Die Einträge hier sind nicht komplett. Bei Do Not Shop hört's auf.
könnte mir halt vorstellen, dass im verlassenen Haus was fehlt. Tipp vor der Nerd Trophy. Man muss alles lesen. Eventuell habe ich zu viel geskippt. Vielleicht haben wir alles, aber ich habe was geskippt. Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Aber ich hab die Platin nicht. Warum hab ich die Platin nicht? Es fehlen noch Trophys, die nicht angezeigt wurden. Hidden Trophies. Complete a boss fight without taking damage. Okay, let's go. Also jetzt so kurz vorm Ziel, ich kann nicht aufhören, weißt du? Geht nicht. Ich glaube, der Keil ist schon raus. Der hat es nicht mehr ausgehalten. So, und ich glaube, ich gehe Safety Route. Ich warte am Schluss, wenn er da die Luft reinzieht. Und feuer nur da hoch, dass die Mine nicht kaputt geht. Genau auf die Stelle hier warte ich jetzt dreimal. Und ich krieg... Boah, ich darf halt auch nicht versiegeln, ne? Wenn ich versiegel, habe ich ein Problem. Gut. Kommt noch eine Phase. Ich darf nicht vergessen, den direkt hoch zu katapultieren.
Sonst ziehen wir dann nämlich auch noch Damage. Und ich glaube, dann war's das. Nice. Lose the boss fight. Okay. 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 Level neu starten. Kann man mal gucken, ob ich mich aufsprengen kann hier. Ja, das funktioniert. Aber du kannst dann nichts mehr einsammeln. Interessant. Das habe ich auch noch nie machen müssen. Für eine Platin einfach nichts machen. Und ihr so. Mein Gott, dauert das, bis man da stirbt? Da muss ich ja echt anstrengen. Wir sind immer noch nicht tot, ich pack's nicht. Alter. Wow, wir sind richtig schlecht in diesem Spiel. Ja, LL, schlechter geht's glaube ich nicht. Ich glaube, du hast den Boss tatsächlich geheilt. Wir würden einen echten Bosskampf vielleicht gerade mal 5 Sekunden durchhalten. Ich weiß nicht, ich habe mal einen Selbstverteidigungskurs mitgemacht. Wir haben aber keine gute Ausrüstung. Welche Ausrüstung würdest du denn in einem echten Bosskampf benutzen? Nun, 2 Katanas, das ist wohl klar. Hey, habt ihr geöffnet? Jedes Katana würde die Seele eines Meisters der Elementarmagie enthalten. Ein Schwert hätte Eisfähigkeiten, das andere hätte Feuer. Ich nehme ein Dutzend Donuts. Was ist mit Rüstung? Gehst du nackt? Ich brauche nur eine Cargohose. In jeder Tasche hätte ich dann eine andere Art Heilspray. Wow, du hast echt darüber nachgedacht. Na klar.
Geben wir dem Boss noch eine Chance. Ich will ein perfektes Ergebnis. Okay, diesmal müssen wir den freien Mann einsammeln, der am Anfang auftaucht. Ich mag nicht mehr vorlesen. What the fuck? What the fuck? Break into the vault at Raccoon HQ. Oh. Wie geht das? So. Biologie Lab. So, und dann? Okay. Rein mit dir! Up, left, down, left, grab. Scheiße. Hast du das jetzt verkackt? Ja, ich hab's verkackt, ich muss nochmal machen. Du musst up left, down left machen. Ich hab das, glaube ich, einfach doppelt geinputtet. The bottom right corner? Seid ihr blöd? Ach so, das muss ganz nach unten rechts. Ah, und dann. Deswegen hat's nicht geklappt. Up, left, down, left. So, und dann muss ich es wahrscheinlich... Okay, bis ich den Hasen hab mit der blauen Keycard, dann haben wir's. Let's go, let's go, let's go. Uff, die Scheiße. Och, mach.
Hopp, rein mit dir. Ey, nicht rausspringen. Drin bleiben. Sehr gut. Jetzt Tisch. Yes! Da ist sogar ein goldener Quadcopter drin. Oh, fertig. Wir haben es geschafft. Puh, Platin. Erledigt, Boys. Vielen Dank fürs Durchhalten, Overflow. Alle anderen haben es nicht ausgehalten. Ja, super Spiel. Ist echt cool. Ist echt nicht schlecht. Es könnte halt ein bisschen länger sein und sie hätten noch ein paar Mechaniken einfügen können. Noch irgendwie ein bisschen was anderes. Es ist halt wirklich sehr minimalistisch und es lebt halt mehr vom Witz und Charme, ne? Aber ich find's nicht schlecht. Ich find's echt nicht schlecht. Vor allem für die 5 Euro oder was, war's voll in Ordnung. Alles klar. Dann vielen Dank. Ich entlasse euch und ich gehe ins Bett. Wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.